Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. So, das ist die Stelle der verloren gegangenen Aufnahme. Es ist ein Jahr her, dass das Let's Play jetzt zu Ende ist. Und ja, es ist in Ehren zu Ende gegangen. Und ich bin jetzt, habe mich jetzt entschlossen und hingesetzt gestern und habe an sich soweit gespielt. Ich habe, keine Ahnung, bis um 4 Uhr nachts gespielt, damit ich soweit kommen konnte, von Akt 2 aus. Und ja, wie ihr sehen könnt, meine Stats sind teilweise etwas höher. Bin auf Stufe 53. Warum bin ich auf Stufe 53? Ich werde auf 52, soviel ich weiß, in dem Zeitpunkt. Vielleicht etwas höher, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich genau getötet habe. Hab etwas mehr Stärke und sowas. Und ja, tut mir leid, dass die Werte jetzt nicht ganz übereinstimmen. Aber es ist halt nicht ganz synchron. Ich kann das auch nicht alles so synchron halten, weil ich nicht alles so machen kann wie im LP. Die Spielstände habe ich nicht mehr. Die sind mit der Formatierung meiner Festplatte mehr oder weniger dann verloren gegangen. Ich dachte, ich hätte es ja noch gespeichert gehabt, aber war nicht so. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Das war so ein Privatspeicher, den ich ja noch hatte. Und ja, so, ich meine sogar von meinem ersten Mal spielen. So ein uralt. Ich nutze die Klaue Belias hier. Könnt ihr sehen. Schaden, Schaut auf extra Schaden, 50% und sowas. Alles gut. Bloß das einzige Problem, ich habe in der Folge, in der ich hier war, habe ich gesagt, ich rede mit Gorn. Und ich habe schon mit Gorn geredet. Aber an sich, ich kann hier, lass uns angreifen, da kann ich dann da oben angreifen, weil er meint, da oben geht zu einem Drachen. Es könnte auch Lester sein, der in seiner Bergfestung sinkt, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will er die Echsenmenschen angreifen, die da oben sind. Und ja, da oben sind Echsenmenschen. Ich glaube, das habe ich sogar im LP gezeigt. Ich weiß es nicht mehr genau, Leute, mit der Folge. Es ist lang her, dass ich diese Folge aufgenommen habe. Auf jeden Fall möchte ich hier weitermachen und die zwei Drachen noch aufnehmen, wie ich die zwei Drachen töte, bis zu der Stelle, wo es aufgehört hat. Also wundert euch nicht, dass es bessere Qualität hat und sonst was. Meine Mittel haben sich in der Zwischenzeit ziemlich geändert. Ich nehme jetzt nicht mehr diesem einen Jahr nicht mehr Fraps auf, sondern mit Bandicam und sowas. Und ja, so viel zu dem Ganzen halt. Ich werde mir noch einen Schluck genehmigen, meine Flasche. Noch einen. Weil es so gut war. Ja, okay. Reden wir mit Gorn und das. Lass uns angreifen. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Okay. Okay, Buddy. You go. Nach vorne. Ich habe auch gedacht, dass ich vielleicht ein Gothic 1 Display machen werde. Ich weiß es nicht. Nein! Ich will nicht! Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Und jetzt fällt die Waffe runter. Zum Glück hört man dieses runde, täubende Geräusch nicht. Dieses Ring drrrr, oder was auch immer. Oh, fuck. Shit, nicht Gorn. Ganz ehrlich, das war sauknapp. Sauknapp. Da man hier keinen Flächenschaden macht. Früher ist hier mein Golem gestanden, jetzt nicht mehr. Es war noch Zeiten. Ja,
Der ist gar nicht weiter unten stehen. Ich weiß, dass er den Echsenmensch angreifen wird, wenn er dann da hinten nach hinten geht. Ich töte die mit. Ich two-hitte die. Schon gut. Ich habe auch nicht so viel. Ich habe alle Tränke gekauft, die ich kaufen konnte. Also. Hab auch einiges an Tränken gelernt. Mit Dings-Tränke halt so herstellen. Also. So ein Trank des permanenten Lebens und sowas. Kennt er ja. Also. Elixiertes Leben. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Den Rest musst du allein erledigen. Heiz ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen. Die Orks im Auge behalten. Kein Problem. Ich sehe dich. Hoffentlich. Ich habe hier auch viel zu viel Gold. Das kam von dem Aufleveln. Ihr wisst ja, ich habe in den Schattenläufern Hörnern aufgelevelt, indem ich die Mabastre gegeben habe. Und ja. Und da ist ein Golem. Das wird wahrscheinlich jetzt sehr laut für euch sein. Für mich jetzt nicht. Ich habe ja den Ton ein bisschen leiser gestellt. Ich kann noch mal zeigen, was ich den Ton ungefähr gestellt habe. Hier, Musik kann ich höher, Sound lasse ich so. Also, für mich ist das jetzt, für mich ist das angenehm. Für euch wird das vielleicht etwas lauter sein, weil ich habe ja mein, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich meine schon, weil an sich, die Aufnahmen sind immer lauter, als das so aufnehme. Aber, naja. Gut, ich höre aber auch in meinen Aufnahmen alles lauter, weil ich habe ja auch das lauter gestellt. Mein Headset ist ja an sich etwas zu laut. Also ich habe an sich, würde ich so sagen, habe ich so eine Lautstärke von 150%, weil ich habe mein Head oder mehr, weil ich habe 75% auf meinem PC eingestellt, an der Lautstärke, weil sonst wäre mir alles zu laut. Das ging nicht. Ich habe ja an meinem Headset, ich meine, das habe ich schon mal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, habe ich einen Regler, da kann ich nur mein Mikro ausschalten, also zumindest an den Kabel ist da so ein kleines Dings, da kann ich das sogar irgendwo festmachen, das Kabel, also hier das mit dem Dings, dann habe ich das so fest dran, an sich, ich kann mein Mikro halt muten, so, und ich kann das leiser und lauter machen. So, ich habe das so gut wie fast auf ganz laut. Und dann sage ich einfach 75%. Und das sind dann insgesamt 2 mal 75% sind ja 150%. Und darum sage ich das halt so. Und ja, und darum ist das für mich dementsprechend immer lauter als für euch. Vielleicht. Ich weiß nicht. Achtung Leute, es regnet Echsenmenschen mit einer großen Aussicht auf Tod. Ich habe eine Zielgenauigkeit von einem Schwein, von einem Meisterschützen. Und von Hand of Blood. Ja. Die meisten Leute würden wahrscheinlich eher von meinen Videos auf seine kommen. Oder an sich von meinen. Oder ihr würdet wahrscheinlich von meinen Gothic 2 Videos auf seine kommen, weil ich habe mal ein paar davon angeguckt, also von mir. Und da sind die natürlich verlinkt an der Seite dran. Also wegen ähnlichen Sachen und sowas, kennt ihr ja. Zeigt YouTube einem immer sowas. Kommt mal her. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe nur Angst vor mir selbst. Okay. Ich höre die jetzt schon so richtig behindert rumlaufen. Die laufen aber schon nicht im Kreis. So, wo sind die? Der Dämon. Wir haben auf jeden Fall auch mal wieder 1:25 Uhr, 26,1 Grad in meinem Zimmer. Wie ihr wisst, oder wie ihr mich kennt, ich versorge euch immer mit den unnötigsten Informationen. Und das war so unnötig, aber... Oh, das ist ein Belia-Schrank. Hallo, mein Dämon! Ich finde die Geräusche, die machen.
so niedlich. Oder mehr so nett. Ich könnte die so gar nicht töten. Wenn ihr euch auch fragt, was der Asker momentan so am Spielen ist, da war noch was drin. Momentan bin ich auch am Risen 3 spielen. Ist ja schon lang draußen. Zu dem Zeitpunkt, als ihr das Play schaut, wahrscheinlich noch nicht. Aber zumindest als ich das hier jetzt aufgenommen habe, ist es hier schon draußen. Find's auch toll. Wer macht das auch mal ein Let's Play? Foxy hat mir da an sich schon mal geraten, aber ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich bin da noch sehr unschlüssig. Wow, mir fehlen 2 Lebenspunkte. Da sind wieder die schwebenden Fässer und die einen, die in der Wand rumbacken. Das ist sehr perfekt. Perfekto! Ich will, dass es so verhallt. Zumindest habe ich versucht, das so nachzumachen. Wenn nicht, dann nicht. Au. Ich weiß nicht, hat Benia so einen Zorn gegen Elementarwesen oder warum schlagen lauter Blitze immer in diesen Golem ein? Er tut mir leid. So immer so geblitzdings zu werden. Förmlich. Aber auch nur förmlich. Und das nackt. Ich laber auch schon wieder viel zu viel Scheiße. Ich habe mal solche alten Videos von mir angeguckt zuvor. Ich habe da so viel Scheiße geredet. Ist euch das mal aufgefallen? Ich kann mir da nur an den Kopf fassen, wenn ich meine alten Videos anschaue. Will ich aber auch nicht sagen, dass die neuen besser sind. Also, ich habe mir mal von Fable das angeguckt, was ich ja auch momentan jetzt playe. Und an sich, ja. Kann ich mir aber so auch nur an den Kopf fassen. Aber, gut. Es bin ja ich. Also, braucht man da nicht allzu viel zu erwarten. Zumindest bin ich der Meinung. Von mir kann ich auch nicht selber viel erwarten. Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das in 20 Jahren. Gefühlt. Zumindest wenn ich sage, ich tue jetzt mal ein bisschen mein Zimmer staubsaugen. Und das ist die reinste Wahrheit. Die reinste. Und ich weiß, dass ich das R so schön rolle. Zumindest teilweise irgendwie. Manche Leute sagen zu mir, du kannst das R nicht rollen. Aber... Schreibt es in die Kommentare. Kann ich das errollen oder nicht? Hätte ich so eine Facecam, dann würde ich wirklich. Dann würdet ihr wahrscheinlich wissen, dass ich gerade richtig behindert geguckt habe. Aber so eine Facecam, also ich habe zwar eine Kamera, so eine Logitech, aber das ist mir so ein Billigding. Ich habe mir für 10 Euro gekauft oder so. Weil ich der Meinung war, ich brauche sowas einfach. Das habt ihr jetzt übersehen, okay. Es waren 3 Stück gegen einen. Ich würde da zwar 10 von denen gleichzeitig packen, aber sagt es keinem. Aber nur mit einer besseren Rüstung. Mit dem Haufen Dreck, den ich da habe, mit der super Rüstung, die ich habe, würde ich es natürlich nicht schaffen. Gegen 200 davon anzukommen.
Aber natürlich bin ich der einsame Samariter, der Einhörnern das Leben rettet. Oh ja. Vor allem Einhörner. Denn wer rettet Einhörnern denn nur nicht gerne? Moment mal, habe ich das Auge Innos eigentlich aufgeladen? Ich glaube, ich habe das Auge Innos nicht aufgeladen. Ich hasse dieses Scrollmenü. Ach, es pulsiert voller Energie. Ah ja. Ein Beutel voll Gold, 300, okay. Den habe ich euch schon zuvor mal im LP aufgemacht, aber... Leute, sagt es keinem, dass ich das getan habe. Ihr schon wieder. Dieses Mal falle ich nicht rein. Hu, ha, hu, ha, hu, hu, ha, hu, ha, ha, hu, ha, hu, hu, ha, hu, hu. Oh Mann, das ist so blöd. Denken wahrscheinlich wirklich alle, was ist mit dem schief gelaufen? Ist er auf den Kopf gefallen? Nein, ist er nicht. Er ist nur von Natur aus so behindert. So. Oh. Golem! That sounds good! Gut. Ja. Da seht ihr, mir bleiben die Worte schon förmlich im Hals stecken. Richtig stecken. Oh Mann, hat sich gerade richtig wehtun wahrscheinlich ange. Das muss ich mir im Nachhinein nochmal anhören. Dieses Stecken. Nee, das war jetzt scheiße. Leute, das war jetzt wirklich scheiße. Das würdet ihr mir bestimmt auch sagen wollen. Okay. Ich höre damit auf. Hoffe ich zumindest. Und weil ich mich so stark schäme. Ja. Er rutscht sanft runter, wie eine steife Brise im Winter. Ich sollte damit aufhören. Eine steife Brise im Winter. Ich weiß nicht, wie ich auf so einen Scheiß komme, aber... Er ist unterhaltsam wie die Sau. Vielleicht, weil er selber eine Sau ist. Dum, dum, dum. Hört ihr diesen Nachteil? Naja, okay. Ich höre schon auf damit. Gehören nur 3 Folgen vielleicht. Oder 4. Dann wäre ich auf die 140 Folgen insgesamt. Oder würde ich insgesamt darauf kommen. Dum, 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 dum. Oh, da ist der leckere Drache, der böse Drache.
Der Finkreck. Oh ne, Petra kann. Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Meine Fragen sind erstmal, kann ich noch, bevor ich gegen dich kämpfe, eine Spruchrolle zum Dämon beschwören? Weil der ist sehr hilfreich, der lenkt die dann ab. Kann ich ihn auch töten. Sonst speit er mich immer zurück mit seinem Flammenatem. Nur so ein Gedanke, Leute. Nur ein Gedanke. Wer bist du? Ich heiße Pedrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeigten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. Ich meine, das eins davon, das erste war ja mit dem Sumpfdrachen, den ich ja schon getötet habe. Das kann man ja im LP auch sehen. Also in zuvorigen Folgen war ja noch, bevor es verloren ging. Dann das zweite war, ist er, also mit dem Fels, er ist der Felsdrache, sieht man ja auch. Dann das nächste war Feuer, weil Feuer und so, Vulkan, gibt ja einen Vulkan da, den sieht man auch, da werde ich auch wieder später hingehen, da gibt es auch einen. Und das kann ich dir so nachvollziehen. Und dann das letzte mit der Salzsäule, also aus Wasser irgendwie erhärtet oder was auch immer der da gerade nochmal gesagt hat. Und dann zur Salzsäule, bla. Salz ist weiß. Wasser hart, Schnee oder Eis. So Eiswüste gibt es auch. Und da wird wahrscheinlich der andere sein. Der Eisdrache. Eigentlich habe ich damit gedacht, dass es so ein Erd-, Feuer-, Wasser- und Luftdrachen gibt. Aber. Also das dachte ich am Anfang, aber nicht. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Oh ja. Genug der Worte. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Oh. Das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. Nein, du. Ich hau dich weg. Putz. Ja, okay, das war scheiße mit dem Putz, aber. Oder wie auch immer. Gucke Hände auf Blatt. Aber trotzdem hau ich dich weg. Das war's mit Pedrakan. Der Finkrieg war jemand anders. Den behalte ich gleich mal. Auf die Burg. Den teleportiert sie nicht mit. So, Alchemietisch. Auge Innos wieder aufladen. So, es pulsiert wieder voller Energie.
full of energy. Hier